Ich weiß nicht, wie die heutigen Daten zur US-Inflation ausfallen werden, aber eins weiß ich, meine Damen und Herren, das psychologische Setup ist komplett das Gegenteil dessen zum letzten Monat, als die Märkte gehofft hatten, die Inflation wird zurückgehen. Man war mit einer Rallye in diese Inflationsdaten gekommen und dann, siehe da, die Inflationsdaten waren höher, die Märkte abverkauft, der S&P 500 verlor 4,3% an diesem Tag und jetzt ist die psychologische Lage so, alle erwarten das Allerschlimmste. Wir haben 6 Handelstage in Folge Verluste beim S&P 500 und beim Nasdaq. Man geht also mit großer Angst, mit großer Besorgnis in diese Zahl und das, obwohl sehr wahrscheinlich nicht mehr die Inflation unser Problem ist, sondern die Friktionen, die Brüche, die wir vor allem am Anleihemarkt sehen. Und da sehen wir praktisch die Symptomatik. Die Ursache ist, dass dieses System steigende Zinsen nicht vertragen kann, dass dieses System aus der Kurve fliegt und jetzt gibt es immer mehr Hinweise, dass das Verantwortlichen auch so bewusst ist, etwa Aussagen von Janet Yellen, die plötzlich etwas gemerkt zu haben scheint, da wird etwas kommen, es wird relativ bald kommen, eine Intervention, ob man es als Intervention bezeichnet, sei mal dahingestellt, aber da kommt etwas, das deutet sich nun immer mehr an, aber es ist die Angst vor den Inflationsdaten. 7 der 9 letzten Veröffentlichungen in diesem Jahr, bisher hatten wir ja 9, also 7 davon waren negativ, haben wir also negative Marktreaktionen gesehen und das, vor allem die Erfahrung des letzten Monats, lässt die Märkte so ein bisschen zittrig in diese heutige Veröffentlichung gehen. Unten sehen wir mal in dem Chart, ich hoffe, das können Sie sehen, dass eben die Inflationsdaten, CPI, also Headline, doch relativ, naja, anständig zurückgegangen ist, aber zumindest ihr Hoch jetzt gesehen hat zunächst mal, aber die Stimmung nach wie vor extrem negativ. Das Prime Book von Goldman Sachs, da handeln Hedgefonds praktisch, da sehen wir, dass wir 1,7 Standardabweichungen zum Jahresdurchschnitt haben. Die Verkäufe, Short Sales, Outpacing Long Buys, 5:1. Also die Player, die haben Schiss, auf Deutsch gesagt, die verkaufen, die gehen short, die sichern sich ab. Und ja, wir sind natürlich jetzt auch in der Blackout Period, wo also viele, viele Unternehmen nicht eigene Aktien zurückkaufen können. Und das hat ja immer auch die Märkte gestützt. Bis zum 28.10. werden wir in dieser Blackout Period sein, wo also sehr, sehr viele Unternehmen praktisch nicht eigene Aktien zurückkaufen können. Wie gesagt, S&P und Nasdaq 6 Tage in Folge im Minus. Schauen wir uns mal die Stimmung der Privatinvestoren an. 20% Bullen, 56% Bären. Das hat sich also wieder etwas verringert, was die Bullenzahl betrifft. Wir sehen bei NAIM, sehen wir, dass die Stimmung der Vermögensverwalter oder die Allokation der Vermögensverwalter wieder bei 38 ist, aber das ist immer noch wenig, auch wenn es jetzt angestiegen ist, aber immer noch sehr wenig im historischen Vergleich. Wie werden diese Daten reinkommen? Hier mal die Erwartungen zum Vorjahresmonat. Die schwanken zwischen 7,9 Capital Economics und BNP Paribas und SocGen und TD mit 8,2% zum Vorjahresmonat. Das also die Erwartung der Analysten. Wie ist die Konsenserwartung? 8,1% zum Vorjahresmonat und 0,2% zum Vormonat. Wenn wir die Vormonate mal anschauen, dann waren wir die beiden Vormonate 0,0%, 0,1%. Die Inflationsdynamik ist also weg. Das ist ein Geschehen der Vergangenheit. Das haben die Märkte vielleicht noch nicht so ganz überrissen, weil man jetzt noch in diesem Mantra ein bisschen verfangen ist. Die Kernrate 0,5 zum Vormonat und 6,5 zum Vorjahresmonat. Das ist das, was die Fed interessiert, die Kernrate. Und wenn die natürlich noch nach oben geht, dann ist das für die US-Notenbank Motivation, hier weiter an dieser Geldpolitik festzuhalten oder die Zinsen deutlich anzuheben. Hier sehen wir mal die Inflation Now Casting Model der Cleveland Fed. Das ist praktisch wie so den GDP-Tracker, jetzt so ein Inflationstracker. Hier erwartet man eine Steigerung von 0,3%, 0,32% sogar für die September-Daten. Und dann allerdings eine Vorjahreszahl von 8,20%, also etwas höher als erwartet. Dieses Modell sagt, die Zahlen werden höher ausfallen. Werden dann aber die Märkte 5% fallen? Das ist die große Frage. Oder 4,3%, wie bei der letzten Veröffentlichung. Die Bowman von der Fed hat jetzt gesagt, also more big rate hikes on table if inflation will not
cool. Also die Fette droht, wir werden weitere Zinsanhebungen, zwar große Schritte, nur 7,5er Schritte machen, wenn die Inflation auf der Oberseite weiter überraschen sollte. Hier JP Morgan und Goldman Sachs, die sagen, ja, also wir werden vor allem einen starken Abverkauf sehen, wenn die Daten auf der Oberseite überraschen, wenn wir also höhere Inflationsdaten haben. 5% könnte es dann nach unten gehen und 3% nach oben, wenn die Daten niedriger ausfallen. Und man hat das dann hier mal ein bisschen ausgeführt. Über 8,3% dürfte einen Verlust von bis zu 5% nach sich ziehen, denn das würde bedeuten, dass dann wahrscheinlich ein großer Schritt auch im Dezember, also nicht nur jetzt im November nochmal ein 75 Basispunkte Schritt, sondern auch im Dezember nochmal ein ganz großer Schritt, dann sehr wahrscheinlich wäre, das würde die Märkte schockieren, deswegen dieser Abverkauf. Würde die Inflation bei 8,1 bis 8,3 liegen, ja, dann dürfte der S&P 1,5 bis 2% verlieren, so diese Analyse von JP Morgan. Wenn es etwas niedriger ist, 7,9 bis 8,0, dann könnte man so ein Dreiviertel bis ein Prozent eine Rallye zaubern, und wenn wir unter 7,9% sind, dann dürfen wir eine Rallye von 2 bis 3% sehen. So die Einschätzung hier von JP Morgan, die so ein bisschen das Ganze auf den Punkt bringt, und man sagt selbst bei dieser Großbank, ja, Headline Inflation außerhalb der USA oder außerhalb Europas, so muss es heißen, hat gepiekt. Das sehen wir hier in dieser Grafik, sowohl in China als auch in den Emerging Markets, nur in Western Europe it is going up, da sind wir also richtig gut dran. Also auf jeden Fall sehen wir, dass diese Headline Inflation offenkundig ihr Top erreicht hat. Die Sorge ist, dass die Core Inflation, die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, noch also praktisch diesen Abwärtstrend nicht hat, und das könnte die Fed dann bewegen, weiterzumachen. Viele wetten darauf, dass das alles so weitergeht wie bisher, dass der Dollar weiter steigt, etwa die Hedgefonds, die nach wie vor sehr stark long im Dollar positioniert sind. Die große Ungewissheit bei diesen Zahlen ist schlichtweg die Berechnungsmethode. Wir sehen hier Shelter, macht gut 32% aus, also Unterkünfte im weitesten Sinne. Und da sind Mieten drin, da ist die Owner's Equivalent Rent drin, also praktisch die das, was diejenigen, die Immobilien haben, an Miete zahlen müssten, wenn sie denn Miete zahlen würden. Und das Ganze basiert auf einer Telefonumfrage. Und diese Telefonumfrage, die schafft immer nur einen Bruchteil derjenigen, die man eigentlich befragen will. Und so sind diese Daten etwa 6 bis 9 Monate verzögert. Das heißt, wir bekommen einen erheblichen Teil dieser Inflationsdaten, sind Daten aus der Vergangenheit, sind Daten vor einem halben Jahr, wenn man so will. Das macht die ganze Geschichte so tricky. Food ist natürlich sehr wichtig, Energy ist wichtig, aber es ist eben vor allem diese Shelter-Komponente, und das macht diese Vorhersagen so extrem schwierig aus meiner Sicht, weil du nicht weißt, welcher Unsinn da reingerechnet wird. Wir haben jedenfalls jetzt gesehen, dass im September in den USA erstmals die Mieten sogar leicht gefallen sind. Also auch hier ist der Trend eigentlich vorbei. Es kann aber sein, dass sich das in den Daten noch nicht widerspiegelt, weil diese Daten schlichtweg aus der Vergangenheit stammen. Diese Grafik, meine Damen und Herren, hatte ich schon öfter gezeigt. Sie zeigt klar, wenn wir jetzt pro Monat einen Anstieg der Inflation von 0,2% haben, wie es ja für heute erwartet wird bei den September-Daten, dann hätten wir praktisch im Oktober, also für die Oktoberdaten dann, die im nächsten Monat kommen, eine Inflation von 7,5, 7,2, 7, 6,4, 5,55 und dann 4, 4,3 und während dann im Juni 2023 unter 2%, liegt an dem Basiseffekt, der hier dann schlichtweg greift. Deswegen ist es so ein bisschen fragwürdig, wie die Fed sich da verbeißt. Auch BlackRock's Larry Fink sagt, wir sehen immer mehr Anzeichen, Signs of declining inflation, also dass die Inflation zurückgeht, und die Anzeichen, die sind richtig groß. Und groß sind auch die Anzeichen, dass da richtig Stress im System ist. Wir sehen hier den Move, und den VIX-Move ist die Volatilität am Anleihemarkt. Das letzte Mal, als wir so panische Anleihemärkte gesehen haben, ist die Fed mit QE eingestiegen und hat die Zinsen gesenkt, hat mal eben eine One Trillion every day to unlock the bond market. Also um praktisch den Stress im Anleihesegment irgendwie bekämpfen zu können. Jetzt hält man an der hawkischen Rhetorik fest. Jetzt sagt der Bank of America CEO, also auch eine amerikanische Großbank, die Märkte können überleben, wir haben genug Kapital im System.
Ups, wenn ich sowas höre, dann werde ich schon mal ein bisschen wach und misstrauisch. Wenn jemand das sagt, die Märkte können überleben, wir haben genug Liquidität im System, dann erinnert das schon ein bisschen an 2008. Und Janet Yellen hat jetzt gesagt, gestern spät abends, worried about a loss of adequate liquidity in treasuries. Wir haben zu wenig Liquidität in den Anleihemärkten. Das ist ein Riesenthema, hatte ich gestern auch in der Charts schon gezeigt, und Yellen weiter, situation with debt problems becoming very serious. Die Situation mit den Schuldenproblemen wird sehr, sehr ernsthaft. Also plötzlich sehr besorgte Töne von einer Janet Yellen, die vorher gesagt hat, ach, macht euch mal locker, alles gut, keine Rezession in Sicht, alles super. Und wir sehen alleine schon bei diesen Repo-Märkten, wo Banken praktisch bei der Fed 2,2 Billionen in Cash hinterlegen, gegen Staatsanleihen, die sie dafür bekommen, dass da ein gewisses Misstrauen unter den Banken ist. Man parkt das Geld lieber bei der Fed, als dass man es eben bei anderen Banken irgendwie parkt. Und jetzt sehen wir die Liquidität in den Bondmärkten. Das ist das ganz große Thema. Also in den Anleihenmärkten. Die ist dysfunktional. Jeder Policymaker will be forced to step in, sagt hier Octavio Costa. Es ist eine Frage der Zeit, bis diese Intervention passiert. Die Bank of Japan hat schon verbal interveniert. Die Bank of England hat konkret interveniert mit Anleihekäufen. Yellen hat jetzt plötzlich ihren Ton komplett geändert. Die Fed und die EZB werden die Nächsten sein. Sven Hendrik sagt, da ist etwas in der Mache. Once Yellen is concerned, intervention is not far behind. Sobald Yellen umkippt und sagt, oh, wir haben ein Problem, da hat ihn, wurde sie vielleicht gebrieft von Leuten, die sich ein bisschen besser auskennen als sie in diesen Bereichen, dann ist eine Intervention nicht mehr weit. Marc-André Fongern schreibt, absolut krass, was hier passiert. Centralbanker können die Zinsen gar nicht mehr anheben, ohne praktisch den Immobilienmarkt in die Luft zu jagen, ohne Pensionsfonds in die Luft oder Hedgefonds in die Luft zu jagen. Das ist eine dramatische Situation, der wir uns gegenüber sehen. Das ist so ein bisschen, ganz bisschen angeklungen im gestrigen FOMC-Protokoll. Da war man hawkisch, hat gesagt, also die große Gefahr ist, zu wenig zu tun gegen die Inflation als zu viel zu tun. Aber dann gab es eben auch diesen Satz, einige Participants, also Teilnehmende, haben gesagt, man muss aufpassen aufgrund der signifikanten adverse effects on the economic outlook, also dass da irgendwie was kaputt geht bei dieser Geschichte, wenn man die Zinsen so stark anhebt. Da haben die Märkte darauf reagiert, die Anleihemärkte. Die Renditen sind daraufhin gefallen, also ein Entspannungssignal. Man sagte sich, okay, so langsam werden die auch ein bisschen nervöser, trotz dieser hawkischen Rhetorik. Und wie krass die Dinge, wie nervös die Dinge in UK, in Großbritannien sind, sehen wir, dass jetzt etwa der Finanzminister Quartang gesagt hat, also wenn hier Schlimmes passiert an den Märkten, dann ist die Bank of England schuld. Also man schiebt sich schon hier die Schuld zu mit dem Zeigefinger, und Berichten zufolge wurden jetzt Unternehmen von Pensionskassen gefragt, ob sie ihnen Geld leihen könnten. Das zeigt die absolute Schieflage dieser Pensionskassen, die ja die Renten von Millionen von Briten verwalten, und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Problem nur ganz isoliert auf UK ist. Das wird woanders in vielleicht weniger krasser Form eben auch bestehen, wenn sich mal deutsche Versicherungen, deutsche Pensionskassen anschauen. Die haben natürlich jetzt auch ähnliche Themen, sind wahrscheinlich auch mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, wenngleich nicht in dieser dramatischen Situation vielleicht, wie die Compagnons in Großbritannien. Jedenfalls sehen wir, die Bank of England warnt jetzt auch, dass die britischen Haushalte einen Schuldentsunami erwarten mit Rückzahlungsforderungen, die ähnlich krass sind wie in der 2008er Finanzkrise. Und Adam Smith hat gesagt, das Problem mit dem Fiat-Geld ist, dass es die Minorität, also die Minderheit, belohnt, während es faktisch negativ ist für die Mehrheit, die hart arbeitet und Geld spart. Da ist was dran, das erleben wir jetzt gerade, könnte man sagen. Und die zweite Baustelle neben UK, das neue Griechenland könnte man sagen, ist die Japaner. Wir sehen hier Dollar-Yen, neues Hoch.
Wir könnten jetzt bald den höchsten Stand seit 48 Jahren erreichen. Wir sind knapp bei 147. Es geht immer weiter nach oben, weil die Bank of Japan sich eben komplett weigert, in diesem Chart von, Sie haben es geahnt, Capital.com, sich hier anders zu verhalten, eben auch mitzumachen bei diesem hawkischen Tsunami und die Zinsen anzuheben. Und ja, die Marktsituation auch in den Aktienmärkten ist fragil. Wir sehen hier die Dividendenrenditen real, also inflationsbereinigt, sind so niedrig wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und niedrige Dividendenrenditen real gesehen, also inflationsbereinigt, machen dann Aktien eben auch ein Stück weit unattraktiver. Wenn wir uns dagegen mal jetzt die Renditen der Staatsanleihen anschauen, dann ist das eigentlich mehr als eine Alternative. There is an alternative und das sind Anleihen, meine Damen und Herren. Aber übergeordnet auch bei den Aktienmärkten sind wir nach wie vor, wenn man jetzt wirklich einen ganz, ganz langfristigen Chart nimmt, wie es Lance Roberts hier tut, wir haben nach wie vor den 200-Wochen-Tagesdurchschnitt verteidigt und sind nach wie vor in diesem Aufwärtschannel, der also noch nicht gebrochen ist. Noch haben wir es nicht mit einem wirklich ganz, ganz echten Bärenmarkt zu tun. Und so teuer ist der Markt nicht mehr, wenn wir jetzt mal schlichtweg die großen Tech-Dickfische wie Apple, Amazon, Microsoft und Google weglassen. Auch eine Meta, die ist ein bisschen gefallen, gell? Aber Schwarm drüber. Jedenfalls sehen wir, wenn man die mal weglässt, dann haben wir ein PA-Ratio von 12, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12. Das ist anständig, das ist nicht teuer, das entspricht historischen Durchschnitten oder ist sogar ein bisschen drunter. Und wir sehen, dass Insider jetzt kaufen. Und Insider haben viele, viele Argumente, warum sie verkaufen, aus steuerlichen Gründen oder aus anderen Gründen. Sind sie manchmal versucht, eigene Aktien, die sie haben, Insider sind ja Manager einer Firma, zu verkaufen, aber sie kaufen nur aus einem einzigen Grund, wenn sie wirklich glauben, dass die Entwicklung ihrer Firma besser ist, als der Markt es derzeit bepreist. Also hier vielleicht ein frühes Zeichen, dass da was nach oben kommen kann, aber wir werden sehen. Wir sehen Stress auch in China. Hier ist es zum Beispiel mit der Immobilienkrise so krass, dass jetzt Lokalregierungen Häuser kaufen, also die kaufen Immobilien, um eben die Immobilienentwickler zu stützen, um die Wirtschaft zu stützen. Also faktisch geht dieser ganze Immobiliensektor immer mehr in Staatsbesitz über, weil er sonst nicht mehr zu retten ist. Man erwartet jetzt auch, dass die Exporte aus China oder Chinas Exporte weiter fallen und wir sehen auch Stress in der amerikanischen Chip-Industrie, jetzt etwa bei Applied Materials, die eben deutliche Umsatz- und Gewinneinbuße haben, dadurch, dass sie nicht mehr nach China liefern sollen, was die Biden-Regierung dekretiert hat. Dementsprechend hier Stress im Sektor und Stress eben auch zwischen den USA und China. Wenn Sie diese ganze Thematik mit diesen Pensionskassen verstehen wollen und ein bisschen Englisch können, dann möchte ich Ihnen diesen Artikel empfehlen, Why UK Bond Market is in Growing Chaos Over Pensions. Da wird das hervorragend erklärt, wirklich punktgenau. Das ist ursprünglich ein Bloomberg-Artikel, den hier die Washington Post übernommen hat. Erste Empfehlung, ein Fremdartikel also, meine Damen und Herren, wenn Sie sich für diese Thematik wirklich interessieren. Der zweite ist Dirk Müller. Fed hebt die Zinsen so stark an, um China den Stecker zu ziehen. Der gute Dirk mit einer interessanten Theorie, die ziemlich nah ist bei Hu Xixing, dem Chefpropagandisten oder dem ehemaligen Chef, Chefredakteur der Global Times. Interessante Aussagen von Dirk Müller. Viel Interessantes, viel Wahres, manches, wo ich denke, so Mensch Dirk, was ist los? Aber finde ich sehr, sehr spannend. Fed hebt Zinsen so stark an. Wie gesagt, erste Empfehlung, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, ist ein Video, ein Interview bei Mission Money. Und zweite Empfehlung, von unseren Artikeln, von Finanzmarktwelt-Artikeln, Immobilienpreise fallen deutlich. Die Trendwende ist nun vollends vollzogen. Ja, das ist der Fall für alle, die sich für Immobilien interessieren. Ein Must-Read-Artikel, also ein Fremdartikel, zwei eigene Finanzmarktwelt-Empfehlungen. Dann haben wir 14:30 die Daten, CPI, US-Inflationsdaten, unbedingt reinschauen bei Finanzmarktwelt. Ich mache dann relativ zeitnah. So schnell ich es eben schaffe, es dauert ja immer relativ lange, so ein Video raufzuladen, meine Damen und Herren. Erstens zu machen, raufzuladen. Oft ist es dann nicht in HD, obwohl ich hier in HD aufnehme. YouTube braucht manchmal Stunden, um das in HD zu machen, weil sie sich dann vielleicht wundern, dass es manchmal nicht von der super guten Auflösung ist. Sei es drum, ich versuche so schnell wie es geht, nach diesen Verbraucherpreisen dann noch ein Marktgeflüster daher zu zaubern. Ich hoffe so 16:15 online. Morgen gibt es dann keine Videos. Wir sehen uns also heute Nachmittag. Ich sage Servus und Ciao.